Wunderschön hat sie angefangen, die diesjährige Herbstmesse. Und das Regio TV Plus ist für euch natürlich unterwegs an der Messe. Was gibt es Schöneres, als in der Degustation ein bisschen rumflanieren und auch an der Warenmesse? Der erste Stand, den wir sind besuchen, ist hier beim Schindelholz. Bei mir ist der Stefan. Stefan, sag mal, euer Unternehmen in Dornach angesiedelt. Wie sind ihr aufgestellt? Wer ist bei euch alles im Betrieb? Gut, wir sind jetzt 27 Jahre alt, die Firma Schindelholz SA, und wir sind natürlich ein Familienbetrieb, der relativ klein ist, mit meinen Mitarbeitern Tino, Gaetano, Sophie und meine Frau Marlene. Und wir arbeiten mit kleinen Winzern zusammen in Italien, in Frankreich, die zu uns passen, die wenig produzieren, damit wir den Wein exklusiv haben können. Und so ist unsere Philosophie, Top-Qualität zu einigermaßen guten Preisen. Und wir machen an allen Messen mit in der Schweiz. Wir haben vorwiegend Privatkundschaft. Und das ist das Ganze, was uns auch viel Spass macht. Wie muss ich mir denn das jetzt vorstellen? Das heisst, wenn du exquisit als kleines Unternehmen bezeichnest, heisst das, dass wenn ich mal Pech habe, ich plötzlich aber auch einen guten Tropfen nicht mehr kriege? Das kann möglich sein, weil wir haben Produktionen, die nur 600 Flaschen produziert werden. Wenn die natürlich getrunken sind und ausverkauft sind, dann kriegt man die nicht mehr und dann muss man auf den nächsten Jahrgang warten. Und jeder Jahrgang ist natürlich anders. Der eine ist ein bisschen kräftiger, der andere ist ein bisschen leichter. Schlechte Jahrgänge gibt es grundsätzlich keine im Wein. Das ist einfach ein bisschen leichter oder ein bisschen schwerer. Und das macht es aus, das Ganze. Und eben mit so Einzelstücken oder so Einzelproduktionen arbeiten wir natürlich gerne zusammen. Was hast du jetzt speziell auf die Messe an überlegt? Ja, auf die Messe, da machen wir immer ein bisschen Aktion. Wir haben jetzt dieses Jahr wieder für unsere Kundschaft bei einer Bestellung von 24 Flaschen gibt es 6 Flaschen geschenkt, als Geschenk dazu. Aber das heisst, man muss wirklich blitzartig ansaugen, weil eben, wenn es dann nur 600 hat und einer schon 24 nimmt. Dann muss man blitzartig bei uns sein natürlich. Und wir freuen uns auf alle Kunden, die kommen. Und auf alle treuen Kunden sind wir auch sehr dankbar und ein herzliches Dankeschön auch an alle.